Hey, fotografieren und filmen ist schon was Tolles, wenn da nicht das Problem wäre, dass gute Objektive nicht gerade günstig sind. Da man mit einem Kit-Objektiv schon echt eine Menge anstellen kann und es eigentlich auch für den Großteil ausreicht und es sich nicht immer lohnt, ein neues Objektiv zu kaufen, geht es in diesem Video um eine günstige Art der Makrofotografie. Und zwar um die Mikey Automatik Makro Zwischenringe für Panasonic. Im Lieferumfang befindet sich ein 10mm und ein 16mm Zwischenring und zwei Schutzkappen. Die beiden Zwischenringe bestehen aus Plastik und Metall und sehen sehr hochwertig aus. Wenn man sie dann in der Hand hält, fühlen sie sich nicht billig, aber auch nicht super hochwertig an. Aber was will man bei einem Preis von ca. 30 Euro schon erwarten? Lasst uns nicht weiter um den heißen Brei herumreden und endlich gucken, was die Zwischenringe denn so leisten. Das Anbringen zwischen der Kamera und dem Objektiv geht sehr einfach. Leider sitzen die nicht immer hundertprozentig fest und so hatte ich manchmal die Fehlermeldung, dass das Objektiv nicht richtig erkannt wird. Dies aber auch nur selten. Nach einem Neustart der Kamera ist dann alles wieder in Ordnung. Ich nutze die Makroringe auf meiner Panasonic Lumix DMCG6 mit einem Panasonic 14-140mm Objektiv mit einer maximalen Blendenöffnung von 3,5-5,6. Ein Vorteil an diesen Ringen ist auf jeden Fall, dass eure Kamera gleich viel größer und professioneller aussieht. Aber Spaß beiseite. Wenn man dann mit den Makroringen fotografieren geht, merkt man direkt, was für coole Möglichkeiten man nun hat und es öffnet sich eine ganz neue Welt der Fotografie. Die Ergebnisse sind einfach nur krass und ich kann auch keine großen Qualitätsverluste feststellen. Ich kann jedem nur empfehlen, mit manuellem Fokus zu fotografieren. Der Autofokus tut zwar auch, was er soll, ich persönlich finde aber, mit manuellem Fokus macht es viel mehr Spaß. Besonders gerne mag ich die schöne Tiefenschärfe, welche in vielen Bildern echt was hermachen kann. Es ist echt erstaunlich, wie nah man an sein Motiv rankommen kann. Wenn ich beide Zwischenringe an der Kamera habe, dann muss ich mein Objektiv auf mindestens 35mm einstellen. Es sei denn, ich möchte den Staub auf meiner Linse fotografieren. Hier mal ein paar Beispiele. Aber bei all den Guten gibt es natürlich auch etwas Schlechtes. Makro-Zwischenringe ziehen nämlich eine Menge Licht ein, da sie zwischen dem Objektiv und dem Sensor sitzen. Wenn man aber beim Fotografieren oder Filmen genug Licht hat, sollte dies auch kein Problem darstellen. Ich habe mich mal im Internet etwas schlau gemacht und eine Faustregel sagt, dass bei einem 50mm Objektiv und Zwischenringen von 50mm Länge ein Lichtverlust von 2 Blenden besteht. Aber kommen wir nun zum Fazit. Ich finde es erstaunlich, was man mit nur kleinen Upgrades noch alles aus seiner Kamera rausholen kann. Die schöne Tiefenschärfe und die Kontakte für den Autofokus sind ein echtes Kaufargument. Bis auf die bisher genannten Mängel kann ich die Mikey Makro Zwischenringe nur jedem ans Herz legen, der auch gerne mal mit Makrofotografie rumprobieren möchte und nicht gleich ein paar hundert Euro für ein neues Objektiv ausgeben möchte. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.